geiles Wetter. Ich glaube, da rufen wir im Brandi an, da werden wir heute einmal grünen. Ja. Hey, Brandi, servus. Starten wir heute ein Grübertee. Haben wir so einen Grill aufgesaut? Ja. Wunderbar. Na, dann bis gleich. Passt, bis später. Ah, ich glaube, ich meine, das wird nichts mit dem Auto, dass wir da das ganze Zeug reinkriegen. Brandi, da habe ich eine Idee. Auf geht's, packen wir's. Ich hoffe, wir haben nicht zwingend Bier und so mitgenommen. Echt lässiges Auto, taugt mir vor. Hey Brandi, haben wir noch richtig? Sicher sind wir noch richtig, Druck ein wenig drauf. Bleib aber ja nicht hängen da jetzt da. Das Wetter hat super gepasst. Spontane Aktion, okay, was machen wir? Ja, gehen wir mal woanders hin grün. Nachdem wir da so ein klasses Auto gehabt haben, haben wir halt da auf die Idee gekommen, es würde sich anbieten, da ein bisschen im Offroad-Gelände so eine kleine Grillfeier machen mit den Schwesseln. Auf die Schoderstraße war eigentlich ganz cool zum Fahren, weil du so von den Schupfen oder von den Schlaglöchern eigentlich wenig gespürt hast, von der Federung her. Es war von dem her Offroad. War sicher am lustigeren zum Fahren damit. Wir haben da alles mit einer Autofahrt, alles da reinpacken können, die Biergarnituren, Getränke, Essen, Griller, alles auf einen Schlag. Das hast du jetzt sonst nicht, musst du halt jetzt mal einen Anhänger oder irgendwas besorgen und das ist da 2-in-1-Paket, also das war das, was mir am meisten taugt hat. Der Hockrauf, das ist extrem lustig, spaßig zum Fahren. Bei jedem Untergrund, also sei es jetzt Feldwege, Wiesen, also er fühlt sich einfach super an, hat Kraft, kann anschirmen, kann andauchen. Also darum würde ich 4 Sterne, letzte Stern, weiß nicht, das hebe ich mal auf, vielleicht kommt noch was Besseres. Also ich würde dem Auto vom Innenraum 4 Sterne geben. Den 1-Stern-Abzug kriegt er eben wegen der Rückbank, wegen dem, wo er mal ein bisschen zu klein ist, also von der Geräumigkeit her. Aber so vom Komfort her und vom Hochsitzen, sage ich mal, würde er eben die 4 Sterne geben. So für einen 0815-Alltag, so im Ort, bis man dann vor allem vielleicht etwas botschert. So Situationen wie E-Packen und sowas. Vielleicht ein wenig vorsichtig machen beim ersten Mal. Der einzige Grund, was wirklich war, dass man nicht kauft, also einfach um eine Spur zu groß, geht es um eine Nummer kleiner, sage ich mal. Ah. Wenn ich das Geld sonst nicht brauche, würde es definitiv überlegen, wert sein, ja. Denke ich mal schon.